So, gucken wir mal eben. Verwalten. 22, jawohl. Ab 19 können wir hier sauber machen. Sehr schön. Mal gucken, ob wir es nicht auf 60 schaffen. 49,3. Jetzt kriege ich nicht mal mehr 5, so ein Scheiß. Okay, ernten. Gibt auch noch ein bisschen was raus. Falls es Eier gibt. Jawohl, gibt auch wieder ein paar Eier. Das gibt wieder 5. Oh, uns fehlen noch 6 Skillpunkte und ich befürchte, es reicht nicht. Außer ich kann noch mal Eier sammeln. Komm schon, komm schon. Gib mir Eier, gib mir Eier. Nein, das war so klar. Okay, hier reingucken. Hier hat es leider keine Hühner drin, hier hat es nur Hasen drin. Und wir brauchen leider mehr wie 4, wir kriegen wahrscheinlich jetzt wieder 4, boah, sogar 3, jetzt, ernsthaft, mir fehlen 2,02 für Viehzucht 60. Das ist echt mies. Und es dauert jetzt halt wieder, wenn ich Pech habe, über eine Stunde oder so, bis wir hier mal wieder ausmisten können. Und solange blubbert das Zeug hier umsonst. Denn das Blubbern dauert ungefähr eine Stunde, dann könnt ihr das Zeug wieder rausnehmen aus den Wannen. Und da kann dann Zeugs drin sein wie Stoffe für Leinen, beziehungsweise nicht Stoffe für Leinen, Stoffe für Seile. Oder halt auch Leder, dickes Leder, leichtes Leder oder dünnes Leder, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Dickes oder dünnes? Nee, dickes und dünnes und leichtes. Eins, ja, irgendwie so. So, bevor ich jetzt zu dir komme, um deinen Stollen zu verstärken, gucken wir uns mal an, was wir denn hier noch so gebaut haben. Also ihr habt das Feld da hinten gesehen. Da hat es auch noch ein paar Apfelbäume. Ansonsten kam hier eigentlich nicht mehr hier unten großartig viel dazu. Die Küche, die kanntet ihr, glaube ich, schon. Das Haus haben wir leider noch nicht fertig bekommen. Leider fehlen ja noch die Flussmittel. Der Braukessel, der ist neu. Den kann ich, glaube ich, aber auch noch nicht benutzen. Nein, dazu brauche ich auch wiederum hier im gleichen Bereich, ich denke, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, kochen. Und das wiederum heißt, ich brauche hier 60 Tierverarbeitung. Und deswegen, das kann noch eine Weile sich ziehen, bis ich das alles kriege. So, geplant ist hier, haben wir noch weitergebaut. Hier soll dann auch nochmal ein Wohnhaus hinkommen. Und hier würde es dann weiter runtergehen, denn ich denke, es macht mehr Sinn, wenn wir mal gucken, bei Beobachten. Wir haben jetzt hier einen Abstand, wir sind jetzt hier bei 12. Und hier sind wir halt schon bei 10,8. Und eigentlich haben wir gesagt, wenn es dann ein Wert von unter, beziehungsweise über 1 niedriger ist, sprich bei 12 wäre das 10,9, das haben wir hier, dann gehen wir runter. Aber ihr seht, im Endeffekt, hier geht die Rampe runter und wir sind dann hier bei 10,6. Und ich denke, wir werden das Gebiet hier alles komplett dann auf 10,5 aneben, dass alles gleich ist. Und hier unten einfach weiterbauen. Es gibt ja noch genug Sachen zu bauen. Gerade die Schule wird mich sehr, sehr interessieren. Die Windmühle, aber die Windmühle, die werden wir dann eher Richtung Feld hinbauen. Und ich bin gespannt, ob das Sägewerk nach über einem Jahr funktioniert. Und irgendwie bezweifle ich das. Ich glaube nicht. Da ich einfach diese Vermutung habe, dass da ein Wasserrad dran ist und wir können noch keinen Fluss bauen. Das geht nicht. Zumindest wüsste ich es nicht. So, dann hier oben, habt ihr ja auch schon bemerkt, haben wir angefangen, eine Mauer zu ziehen. Das haben wir eigentlich relativ simpel gemacht. Ich habe hier einfach gesagt, okay, wir graben das Ganze hier auf 14,5 hoch, machen das zwei Felder, graben wir breit. Und das dritte Feld, das dahinter, das haben wir einfach auf 14,4 angegraben, um dann eine Steinstraße hinzuziehen, dass das Ganze einfach auch auf 14,5 ist. Kleiner Nachteil, ich dachte nämlich am Anfang, dass man, wenn man den Turm baut, dass man kann reinlaufen, aber dummerweise kann man nicht auf den Turm kommen. Man kommt nur hier auf so ein kleines Podest und das war's. Also ich weiß nicht, welcher Architekt sich diese Dummheit, sage ich einfach mal, ausgedacht hat, aber eigentlich macht es mehr Sinn, wenn man in diesen Turm reingehen kann und dann bis oben auf den Turm draufkommt, denn es ist machbar, man sieht's hier. Und deswegen brauchen wir hier dann später, das kann ich euch mal eben zeigen, Mauer, 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 wir haben hier die Steinmauer, wo haben wir sie denn? So, Steinmauer und hier haben wir die Steinmauer mit Treppe. So, die wäre so groß, die ist sogar zwei Felder lang, also praktisch. Aber das Problem ist, ihr seht es jetzt schon, die Treppe fällt genau dahin, wo
mein Steinweg ist und man kann leider nicht, warum auch immer, ich finde, man sollte das ändern, dass man auf Steinwegen trotzdem bauen kann oder allgemein. Ich persönlich hätte ein paar Ideen. Es ist natürlich eine Spielmechanik, die müsste geändert werden und ich bin zwar gerade dabei, Programmieren zu lernen, aber ich habe keine Ahnung, wie aufwendig das ist, das umzuprogrammieren. Ein bisschen C++ kann ich mehr nicht, das ist ein Witz. Von dem her, denn ich hätte auch zum Beispiel Ideen, dass man dann zum Beispiel hier den Braukessel einfach überdachen kann, weil ich finde, so wie das jetzt hier dasteht, der Braukessel, so wie er hier steht, sieht das einfach nicht gut aus. Da könnte man dann theoretisch sagen, okay, ich zimmer uns hier was zusammen und mache hier so einen riesen Holzbaldachin ran. War klar, dass es wieder nicht geht. Zimmern, zack. So, dass wir den einfach hinmachen, den drehen und den einfach hier so drüber machen. Aber das geht halt einfach leider nicht, weil das hier gelb ist und das heißt einfach blockiert, nicht glatt, nicht eben und deswegen geht das nicht, weil es würde halt optisch so, würde das optisch einfach so viel besser aussehen. Aber okay. So. Kommen wir eben noch. Ich weiß, es ist jetzt wieder so eine verdammt lange Erklärfolge, aber ich muss ab und zu das ganze Zeug auch mal erklären, da die Distanzen zwischen Folgen teilweise zu groß ist, weil meine Jungs einfach am Wochenende viel geschafft haben und ich das leider nicht mit aufnehmen konnte. Wenn wir uns jetzt die Mauer anschauen, so einen einzelnen Mauerabschnitt, der geht eigentlich, was die Kosten angeht. Ein bisschen Stein, bisschen Lehm und ein bisschen Holzbretter. Wenn wir uns den Turm anschauen, ach halt, der ist ja schon fertig. Hier, ich mache ja alles schön symmetrisch, sprich der Turm ist hier. Dann haben wir hier schon ein bisschen größere Kosten, aber auch nicht wirklich aufwendig. Es ist einfach nur mehr. Wenn wir aber dann das gute Stein-Torhaus angucken, man kann sich schon denken, wir brauchen ein Tor. Und ein Tor wiederum braucht auch wieder Schlösser. Und da hätten wir das alte Thema wieder, Flussmittel. Und das ist leider ein bisschen mehr wie bei der Tür. Ich weiß gerade noch nicht wie viel, müsste ich mal nachgucken. Eine Tür braucht ein Schloss, ein Tor braucht 4 Schlösser. Ach du Scheiße. Und ich brauche 2 Tore. Das heißt 8 Schlösser für ein Steintor. Das ist arg heftig. So, hier hinten im Hintergrund höre ich schon wieder einen Karren. Wie viel Stollen muss ich denn verbessern? Wie viele Bereiche? 1, 2? Alles klar. Dann säge ich mir nämlich eben kurz die Bretter zurecht. Dann gehen wir eben einfach ganz kurz in den Stollen hoch. Und verstärken ein bisschen die Wände. So, ach, und Ding, ja. Ich sehe gerade, wir haben noch jede Menge Setzlinge. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Wie es denn hier so machbar ist, wenn man schon so viel Holz fällt, dass man auch sinnvoll, sag ich mal, seinen Holzvorrat wieder aufstockt. Lasst mich noch eben kurz das Holz hier einsammeln. So, noch 3 Stück. 4 braucht ihr, um so einen Stollen zu verstärken. Dann passt das. So, essen können wir auch schon wieder. So, wunderbar. Das essen wir eben noch. Okay, so. Also meine Methode ist eigentlich folgendes. Wir haben einmal jetzt hier, haben wir schon ein paar Bäume gepflanzt. Das sind einfach nur willkürliche, eine Mischung aus Ahorn und Eichen. Ich glaube, da ist auch irgendwo noch Kiefer dabei, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder, ja, ich glaube, das ist Kiefer. Nee, auch nicht. Ach, hier war eine Kiefer. Ja, hier ist noch eine Kiefer. Ist zwar jetzt nett, aber naja, ich finde es mit der Sortierung ein bisschen besser. Sprich, je nachdem, was ihr braucht. Weil ihr kriegt ja einmal Hartholz und einmal Weichholz. Ich weiß, aus einer Kiefer kriege ich Weichholz. Ich weiß, aus einer Ahorn kriege ich Hartholz. Man sollte gucken, dass man das einfach aufteilt. Dass man einmal auf, dass man sagt zum Beispiel, hier machen wir nur Weichholz. Hier machen wir nur Hartholz. Dann ist man nicht ständig am Suchen, denn man braucht halt für verschiedene Sachen verschiedene Holzarten. Zum Beispiel, Holzkohle geht nur aus Hartholz, nicht aus Weichholz. Oder ein Stiel geht wiederum nur aus Weichholz, aber nicht aus Hartholz. Das ist dann immer so eine Sache. Es gibt natürlich auch Sachen, da ist es egal, zum Beispiel einen Stollen verstärken oder die Mauern. Da ist es egal, Hart- oder Weichholz, da ist es völlig wurscht.
So. Ich hab dir mal ein paar Steine mitgebracht, ne? Oh, wunderbar. Immer gerne. Ab in den Karren da 106. oben. 106. Ja, ist... Wunderbar. Finde ich immer schön. Achso, Bäume pflanzen. Genau, so. Und aus dem Grund habe ich zum Beispiel dann mir gesagt, da wir hier eh so angefangen haben, hier hochzubauen und diese Fläche hier zur Verfügung habe, dachte ich mir zuerst so, die Fläche ist jetzt nicht wirklich groß. Was könnte ich hier hinbauen? Ich könnte natürlich irgendwas Kleines hinbauen oder ich sag mir, ich setze hier einfach Walderde hin. Deswegen sieht die Erde auch ein bisschen anders aus, wie jetzt zum Beispiel diese Erde hier, die ist ja dunkler. Denn ihr braucht Walderde, um überhaupt Bäume pflanzen zu können. Und jetzt mal gucken, was haben wir denn dabei? Ich hätte gerne nämlich Weichholz, da wir jede Menge Griffe brauchen. Wir hatten doch hier irgendwo Kiefern, oder? Hatten wir Kiefern? Kiefern. Wir haben 5 Kiefern. Wunderbar. Könnt ihr einfach Rechtsklick machen. Ich setze das gleich wieder hier rein, weil dann kann ich einfach hingehen und E drücken. Ich finde das mit der E-Taste wirklich eine geniale Sache. Jetzt müssen wir nur mal schauen, was für eine Reichweite wir hier haben. Ob wir dann direkt von Feld zu Feld machen können. Oder ob das zu dicht ist. Bei manchen Bäumen, die brauchen einfach mehr Platz. Bei der Kiefer scheint es wohl zu gehen. Ich hoffe, ich irre mich da nicht. Nicht, dass sie jetzt irgendwie schlechter wachsen, weil sie so dicht aufeinander sind. Das könnte natürlich auch sein. So, aber jetzt kriegen wir hier wenigstens einen kleinen geordneten Garten einfach hin. Einen Kieferngarten. Zack. Das hier ist, glaube ich, auch noch bearbeitet. Jawohl. Das war auch schon die letzte, ne? Ja. Das war schon die letzte. Und wir warten jetzt quasi einfach, also natürlich nicht jetzt, bis die Kiefern gewachsen sind. Ich habe hier Qualität, müsste über 90 sein. Das ist nämlich auch das Wichtige, was ihr machen müsst. Jawohl, ist sogar 93. Leider haben wir noch keinen 100% Baum gefunden. Das wäre natürlich ideal. Aber um 100% Bäume überhaupt zu kriegen, braucht ihr halt auch hier dementsprechend im Forstwesen. Sollte hier schon 100 sein. Sonst kriegt ihr da 99, 98 raus, je nachdem, wie hoch halt euer Forstwesen ist. Und meine Taktik ist halt, wenn ich Bäume fäll, das erste, was ich mache, ich untersuche diesen Baum. Und wenn ich sehe, es ist eine Qualität unter, ich sag mal, unter 90, dann lasse ich das. Ich fäll den Baum, weg ist er. Wenn ich sehe, er ist 90 plus aufwärts, nehme ich so viele Sprösslinge, wie es geht, fäll den Baum und pflanze ihn neu ein. Damit man so nach und nach einfach die schlechten Bäume aus seinem Umfeld hier in der Umgebung einfach rausbekommt. So, das mache ich dann im Verlaufe des Tages, mache ich dann noch weiter. Wir müssen hier jede Menge Erde noch abtragen. Ich will das Ganze hier bis eigentlich nach hier hinten ziehen. Da dieser, das ist ja quasi unser Schmiede-Handwerksbereich, der ist jetzt hier fertig. Was hier hinten kommt, weiß ich noch nicht. Eventuell ziehe ich auch einfach die Mauer ab hier runter. Aber dafür haben wir einfach noch zu wenig gebaut, um zu sagen, wie groß wir das Gebiet ungefähr abgrenzen. So, jetzt schauen wir mal eben rein. Wir haben ja hier noch was drin, hat er gesagt. Ja, 100. Das können wir gleich mal eben nutzen. Dass wir das hier optisch ein bisschen besser hinkriegen. Zack. Ich hoffe, es ist gerade nicht zu laut wegen diesen scheiß Wannen hinter mir da. So, zack. Das ist auch fertig. Hier können wir den Rest reinlegen. So, die brauchen wir ja noch. Ja, ihr seht, also das ist der Wahnsinn, was wir hier brauchen. Und da wir eh in die Mine gehen, können wir auch gleich eigentlich den Karren mitnehmen. Was ist denn hier noch drin, was wir nicht brauchen, was Platz verschwendet? Hast du in deinem Karren noch Platz? Ein bisschen. Was heißt ein bisschen? 240? Ich komm mal eben. Nicht ganz. 145. Ja, dann ist es auch egal. Das können wir noch. Ja, das ist. Wieso haben wir jetzt immer noch 6 Steine im Inventar? Hab's doch hier reingezogen. Hallo? Hä? Ah, jetzt. Okay. Gut, egal. Dann nehmen wir jetzt einfach die Karren mit. Zack. Nein, nicht öffnen. Warum auch immer das Klettern heißt. So. Ihr dürft euch jetzt natürlich wie immer auf einen kleinen Laufweg einstellen. Zumindest die Streamer, ihr YouTuber habt jetzt das Glück, dass ich das Ganze jetzt einfach im Zeitraffer mache. So, habe ich überhaupt eine Spitzhacke dabei? Sehr schön. Die Axt brauchen wir gerade nicht. Wobei, warte mal, die Schaufel brauchen wir gerade nicht. So.
So, Stollen verstärken ist eigentlich relativ simpel. Ihr sucht euch den Ort, an dem diese Holzverstärkung nicht ist. Wie zum Beispiel hier. Da geht ihr einfach dann hin, Rechtsklick, Landschaftsbau und hier Stollenwände verstärken, zack. Kommt leider keine Animation, das da hat man sich dann gedacht, wohl Animation braucht man nicht, kein Plan. Und dann sieht das Ganze so aus, dass der Balken durchläuft und zack, hier hat es ein paar Bretter hin und fertig. Und somit ist das Ganze geschützt und kann nicht mehr einstürzen. Wie der Einsturzeffekt aussieht, keine Ahnung, wir hatten es bisher so, wir hatten es am Anfang vergessen. Wir haben den Server verlassen, sind am nächsten Tag wiedergekommen und der Stollen war einfach weg, als hätten wir da nie gegraben. Also man hat nichts gesehen, dass da irgendwie was eingestürzt wäre. Ist ein bisschen schade, aber naja. So, wir sind hier, weil wir Stein brauchen für unsere Mauer, unter anderem. Da können wir eigentlich gerade mal hier. Da dürft ihr nicht Schürfen machen, das bringt euch nämlich nichts, sondern ihr müsst hier auf Landschaftsbau gehen und einfach hier auf Stollen graben. Habe ich denn genug Platz im Inventar? Jawohl, das passt gut. So, dann machen wir jetzt einfach mal eben den Karren voll. Und dann passt das. Dauert zwar ein bisschen, weil der Karren extrem viel Platz hat, aber ich wünschte, es gäbe noch einen vierten Karren, der noch größer ist. Das wäre richtig gut. Ich bin halt immer noch gespannt, ob das mit den Pferden funktioniert. Die Pferde an Karren anspannen. Bitte, bitte. Ja, wär für'n Arsch. Da geht's auch eigentlich mal schneller. So. Na. Ja, okay. Das sollte relativ zügig gehen. So viel Stein passt dann doch nicht rein, weil wir halt jetzt die Erde drin gelassen haben. Aber ich wollte jetzt nicht diesen Umstand machen und unten einfach die Erde irgendwo hinschmeißen. Denn ich brauche diese Erde ja noch für diesen Kieferngarten. Ich nenne es mal Kiefergarten. Da müssen wir mal schauen. Entweder nutzen wir jetzt den Stein, um die Straße einfach weiterzubauen. Oder um die Mauer zu bauen. Im Endeffekt, eigentlich macht, ich glaube, die Straße ist sinnvoller, damit wir schneller zur Mine kommen. Ja. Du musst dir halt angewöhnen, dass die Straße durchs Tor geht und nicht bei dir hinten rum, ne? Das ist egal. Weil dein Weg wäre wahrscheinlich kürzer, aber macht halt wenig Sinn. Richtig. Also optisch, ist optisch egal, gesehen. Ob ich durchs Tor laufen muss oder hier einfach. Ach, Quatsch, so falsch rum. Craffelt ein. Ja, eben. Es geht trotzdem schneller. Ja, auf jeden Fall. Wobei man echt drauf achten muss, ob es schneller geht. Also, wenn man jetzt nicht wirklich mit dem Auge drauf guckt, sondern einfach auf der Straße ankommt, dann fällt einem das nicht auf. Zumindest mir. Mir fällt es echt nur auf, wenn ich explizit darauf achte, wie schnell der läuft, wenn ich auf der Straße ankomme. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mich immer gewundert, warum das Bild auf einmal schneller läuft. Und dann habe ich da mal drauf geachtet. Ja. So, und für all diejenigen, die momentan den Stream live verfolgen und sich da auf meinem YouTube-Profil austoben, nicht wundern, die erste Folge ist noch nicht veröffentlicht. Das wird dann heute im Laufe des Tages noch passieren. Und deswegen, ich muss mich da auch entschuldigen, dass es hier alles so lang dauert, aber... Oh, schon voll, scheiße. Okay, ja. Es waren einfach zu viele Projekte in letzter Zeit, die auf einmal kamen und ich wollte einfach nicht 400 Videos auf einmal rausklatschen. Da komme ich mir selber dann ein bisschen in Stress. Ich muss immer wieder dadurch, dass ich meine Technikerschule mache, habe ich halt ab und zu gewissen Zeiten weniger Zeit, wenn dann halt Klausuren kommen. Und da muss ich gucken, dass ich in der Zeit, wo ich Zeit habe, die Zeit sinnvoll nutze, um so viel Videos zu machen, wie es nur geht. Damit ich einfach Ersatz habe. So, hier kriege ich wahrscheinlich jetzt Eisen raus, weil hier ein bisschen Eisen ist. Oh ne, passt. Gut. Wunderbar. So. Das reicht erstmal. Ich weiß, man müsste jetzt da theoretisch auch nochmal verstärken, aber das ist jetzt nicht allzu tragisch.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob man wirklich jedes einzelne Feld verstärken muss. Achso, ist er voll. So. Wir nehmen den Karren. Abbrechen. So, wir können ja mal gucken. Vielleicht seht ihr das ja. Ich laufe jetzt mal Richtung Straße. Wenn man das guckt, wir laufen jetzt ungefähr die Geschwindigkeit. Und ich würde sagen... Na... Jetzt ist es mir persönlich wieder nicht aufgefallen. Na, wobei doch jetzt... Ja, es ist schwer zu sehen, dass es schneller geht. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sehen. Und ihr seht auch, dass... Oh, ich hoffe, die beheben das irgendwann mit diesem scheiß schwarzen Boden. Das ist echt grauenhaft. Oh, jetzt Espen. Okay. Brauchst du aktuell irgendwas an Material? Nö, eigentlich nicht. Alles klar. Ich wüsste ja nicht mal, was ich jetzt hier schmieden sollte. Ich mache jetzt einfach eine Produktion, falls er was kommt. Okay. Welche Berufe hast du jetzt eigentlich noch gewählt? Ich meine, wir haben ja ziemlich viele Punkte mittlerweile. Wir haben das übrigens erhöht auf 1600. Wir waren mal auf 1200. Was habe ich jetzt hier? Einmal den Schmied. Jäger. Den kann ich noch Bogen bauen. Was kann ich noch machen? Ja, und ich würde halt gerne Tiere züchten. So diese Richtung. Züchten? Ich weiß gar nicht, wie... Ja, nur das Züchten. Das ist ja Viehzucht und dann musst du auf 90 kommen. Ach Gottes Willen. Ja, vor allem brauchen wir da erstmal einen Stall, ne? Ja. Das fehlt ja auch noch. Ich meine, der kleine Stall ist ja schon in Arbeit, da fehlt nur noch Stroh. Mhm. Dafür bräuchte ich den 60 bei Viehzucht. Ja, das Derpface, da hast du recht. Das sieht, vor allem wenn ich mich hier so hin und her drehe, das sieht teilweise ziemlich bescheuert aus. Vor allem ihr könnt, wenn ihr gerade ausläuft, könnt ihr weder nach links noch nach rechts. Ihr müsst quasi vom Laufen runter und dann könnt ihr drehen. Und das sieht halt einfach, ja, sehr undynamisch, wie du sagst, aus. Da hast du recht. Man muss auch dazu sagen, zumindest aus meiner persönlichen eigenen Erfahrung, die Entwickler von Life is Feudal sind ein bisschen... Ich weiß nicht, wie groß das Team ist, ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt nur Vergleiche erstellen zwischen Entwicklung zum Beispiel von Ark in der Alpha-Version und damals Life is Feudal in der Alpha-Version. Ja, da hast du recht, man soll es ein bisschen überarbeiten, das stimmt. Generell, ja. Aber ich weiß nicht, ob du die damalige Alpha-Version gekannt hast. Also ich habe das vor geschätzt einem halben Jahr das letzte Mal gespielt, richtig. Und da gab es das hier zum Beispiel noch gar nicht. Man konnte nur den Karren auf dem Rücken tun. Also du bist mit dem Karren auf dem Rücken rumgelaufen. Das war noch schlimmer. Und dazu muss ich halt sagen, wenn ich jetzt das Vergleich mit Ark, wie da die Entwicklung läuft und wie da die Entwicklung hier läuft, sind die Entwickler von Life is Feudal extrem langsam. Leider. Weil das Spiel hat extrem viel Potenzial. So. Ach, das dauert immer so ewig. Alles klar, dann können wir eigentlich... Ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal den Steinweg ein bisschen aus. Hier brauchen wir erstmal keinen Weg. Ich habe das hier schon vorbereitet. Ich mache wieder meine alte Methode. Wir haben jetzt hier, sind wir auf 4,5. Ich bin jetzt das Ganze auf 4,4, dass das auf dem gleichen Feld ist wie das hier. Denn wenn wir jetzt hier Stein drauf machen, geht es ja automatisch eh auf 4,5 drauf. Und dann gehen wir langsam hier einfach erstmal geradeaus hoch. Ich werde ewig geradeaus bauen. Wir wissen ja nicht, was da hinten noch so alles ist. So gesehen, wenn wir auf die Karte gucken. Ja, hoppla. In die Richtung... Da würde es hier Richtung Sumpf gehen zum Beispiel. Also ich werde auf jeden Fall hier so eine Straße hinmachen. Und wir wissen ja, unsere Mine ist ungefähr da oben. Sprich, ich werde irgendwann dann einfach eine Abbiegung nach links machen. Und dann passt das. Vom Weg her. Ist jetzt nicht der idealste, kürzeste Weg. Aber optisch gesehen möchte ich jetzt nicht den Weg so schräg machen. Das sieht dann, finde ich persönlich, nicht so gut aus. Und wir werden natürlich auf jeden Fall in gewissen Abständen links und rechts... Wir brauchen einen primitiven Hammer. Och nö. Ich habe gehofft, es gibt einen Schmiedehammer.
Haben wir noch hier an der linken Seite. Ja, ja, ich hab's da reingepackt. Aber Straßen kann man anscheinend nicht mit, mit einem Schmiedehammer machen, leider. So. In der rechten Truhe. Rechten Truhe. Ja, nee, nicht da, hier. Neben der Esse. Ach so, okay. Truhe. Hammer. Hammer? Ach da. Bin ich schon wieder auf. Oh, jetzt bin ich natürlich. Jetzt habe ich zu viel dabei. Warte mal, die Sichel brauche ich gerade eh nicht. Reicht das? Reicht natürlich nicht. Dann tue ich jetzt hier den Apfel reinlegen. Reicht. Jetzt ist die Truhe auch voll. Ja, leck mich am Arsch. Okay. Machen wir's. Packst du meinen Karren rein? Wir machen es ganz anders. Wir packen jetzt hier 100 Stein rein. Komischerweise hier kann ich mit dem Schmiedehammer arbeiten. Das ist auch komisch. So. Sind glaube ich über 20. Man jetzt davor waren das nicht mal 10. Was genau meinst du jetzt mit 20 und 10? Dass ich jetzt hier nicht durcheinander komme. So. Dann setzen wir einfach jetzt das hier mit dem Hammer. Also ich kann mich halt damals erinnern mit den Patches, als sie mal, also wir haben irgendwann abgebrochen das Game, weil wir gesagt haben, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Und die Patches, die rauskommen, helfen uns nicht weiter. Ach, das Team von Life is Feudal ist 20. Ja, gut, okay. Das erklärt so einiges, wenn es wirklich nur so wenig. Es ist schade, dass es so wenig sind. Wirklich schade. Wenn man bedenkt, soweit ich weiß, ich habe mich da schon lange nicht mehr so wirklich richtig informiert, aber ursprünglich ist ja der Plan, dass es zwei Versionen von Life is Feudal gibt. Das hier ist ja Life is Feudal Your Own, bezogen auf uns selbst quasi. Mit einer Maximalbegrenzung von, wenn ich mich jetzt nicht irre, 64 Leuten. Und dann soll es aber noch so eine Art MMO-Version geben. Also mit richtigen Servern, wo, boah, keine Ahnung, 1000 von Leuten drauf sind. Und das wäre halt mal geil. Also, wenn ich mir das Spiel, das Prinzip, eine größere Map natürlich, logischerweise. Und dann halt echt mit verdammt vielen Leuten. Das kann ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Weil so gesehen, man kennt halt MMOs ein bisschen anders. Rollenspiel mehr auf Kampf ausgelegt, mehr auf, wie Trant von Rocket Beans sagen würde, looten und leveln. Das ist ja hier wirklich was völlig anderes. Da bist du ja wirklich hauptsächlich mit Bauen beschäftigt. Mit, gut, looten hast du hier auch im Sinne von, aber ein bisschen was anderem. Ja, so langsam komm mit dem MMO, ja. Aber ich finde ja, bevor sie mit dem MMO kommen sollten, sollten sie erstmal die, allein die Grafikbugs sollten behoben werden. Also das hier mit der schwarzen Straße, das möchte ich nicht mehr haben. Das ist, ich kriege ja die Krise. Ich habe sogar teilweise angefangen, die Straße abzureißen und neu zu setzen, nur damit es weg ist.